Hallo zusammen. Heute bauen wir ein tolles Haus. Sammy sucht das Baumaterial aus. Es ist schon unterwegs. Wow, jetzt geht's los. Da ist er. Der Regen, aus dem wir bauen werden. Puh, was ist das? Autsch. Oh. Glaubst du, das sind Lego-Steine? Nein, das sind Gummibonbons. Sammy, auf der Baustelle brauchst du etwas Besseres als einen Regenschirm. Oh, danke. Die Werkzeuge brauchen wir auch nicht. Wir haben gehört, dass es hier Regenbonbons regnet. Wir lieben Gummibonbons. Oh, hallo Barbie. Hallo Ken. Ihr kommt genau richtig. Ihr werdet uns helfen, unser leckeres Haus zu bauen. Was? Aber ich war doch gerade bei der Maniküre. Ich baue heute nichts mehr. Ken, mach du weiter. Oh, nur weil du so nett gefragt hast. Ehrlich, für ein Stück leckeres Gummibonbon tue ich alles. Ach wirklich? Dann haben wir hier jede Menge Fruchtgummis für dich. Damit kannst du loslegen. Oh, na klar. Gib mir nur eine Sekunde, um aufzustehen und ich werde... Ah, vielleicht brauche ich mehr als eine Sekunde. Oh, du armes Ding. Lass mich dir helfen. Fängt endlich jemand an, das Fruchtgummihaus zu bauen? Ich bin dabei, Big Boss Sam. Hier sind noch zwei Lego-Steine. Oh, ich meine Fruchtgummibausteine. Glaube ich. Ach, wie auch immer. Ich sehe mal nach. Arbeiten Sie nach meinen Skizzen? Mal sehen. Danke, Ben Josi. Ups. Oh, Sammy. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns auf eine Skizze geeinigt haben. Hast du im Schlaf davon geträumt? Ja. Und es ist direkt aus meinem Traum auf dieses Papier gekommen, oder? Was? Komm schon, das kann doch niemand bauen. Wolltest du sagen, niemand außer mir? Hey, schau dir das an. Und los geht's. Vorsichtig, genau so. Hoch, hoch, hab ich gesagt. Komm schon. Schon besser, Ken? Aua, hey, soll das ein Witz sein? Brotgummis sind Essen. Niemand wirft Essen auf Puppen. Oh, na, du glaubst, du kannst mit Essen auf Schleim werfen? Ich bring dir Manieren bei. Ich zeig es dir. Was hast du vor? Jungs, nicht streiten. Wir tun hier alle das Gleiche. Ich wünschte, ihr hättet eure ganze Energie in den Bau dieses Hauses gesteckt. Schaut euch die vielen bunten Bausteine an. Es macht so viel Spaß, damit zu arbeiten. Hier kommt der grüne, dann der gelbe. Jetzt nehme ich den roten. Sieht gut aus. Lucy, versteck mich. Ken und ich haben rumgealbert. Barbie musste uns trennen und hat sich dabei einen Nagel abgebrochen. Sammy, hör bitte auf zu hüpfen. Die Fruchtgummis wackeln auch ohne. Brennt um euer Leben. Barbie kommt. Ich habe ihr gerade die Nägel gemacht. Oh, oh, sie ist auf dem Lastwagen. Sie ist nicht mehr aufzuhalten. Jetzt, wo meine Maniküre sowieso kaputt ist, werde ich dir helfen, Susi. Jetzt geht's los. Ziegelsteine sind überall verstreut. Schon besser. Jetzt kannst du einfach einen von diesem Turm nehmen. Oh, oh nein. Oh. Und ich weiß, wie man einen starken Turm baut. Hier, ich zeig's euch. Hopp, hopp, hopp. Kinderleicht. Wahnsinn. Das ist genau die richtige Größe. Warum konntest du das nicht von Anfang an so machen, Sammy? Gut, wir machen weiter mit dem Dach für unser Haus. Es geht genauso weiter wie bisher. Ziegel für Ziegel. Sieht ein bisschen aus wie eine Pyramide, oder? So zäumen wir den Garten ein. Und noch ein paar Handgriffe. Endlich. Hä? Was? So sieht es aus, wenn man mit Gummibonbons arbeitet. Juhu! Wir haben gehört, dass das Haus fertig ist. Wir sind bereit, es zu probieren. Bonbons! Bonbons! Setzt euch, Leute. Ich weiß, wie man es aufteilt. Sammy, hör auf. Ein Vorschlaghammer hilft hier nicht weiter. Wir brauchen etwas anderes. Was denn? Das da. Aber zuerst müssen wir die Nagelfeile richtig heiß machen. Jetzt passt mal auf meine Hände auf. Wir geben uns ganz große Mühe. Und unsere Wunderfruchtgummisteine lassen sich ganz leicht schneiden.
Und das habe ich bis jetzt gemacht. Davon kriegen wir alle was ab. Oh nein! Entschuldige die drastischen Maßnahmen, Susanne. Aber mit deiner Methode werden wir eben ja nicht fertig. Ach wirklich? Na gut. Wenn Sandy nicht hinsieht, versuche ich es zuerst. Und das ist für euch, Leute. Ihr habt so lange gewartet. Guten Appetit für mich. Das ist so gut. Endlich. Ich brauche ewig, um einen Parkplatz für ein LKW zu finden. Hey, wo ist der Fruchtgummi-Ziegel? In meinem Bauch. Was? Wie? Du? Nein, 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 nicht weinen, Sammy. Wir können noch mehr Fruchtgummis machen. Komm schon. Ich kenne das perfekte Rezept für Fruchtgummi-Ziegel. Wir brauchen etwas Wasser. Toll, ich bin bereit. Gib mal her. Vorsichtig, das Wasser ist eiskalt. Zieh lieber Handschuhe an. Oh, okay. Ist das besser? Oh, das ist zu heiß. Heiß. Puh. Ist das wieder einer deiner Streiche? Das ist dafür, wenn man das ganze Haus auffrisst. Gut, dass ich immer einen Plan B habe, wenn ich mit Sammy zu tun habe. Ich nehme etwas Mais-Sirup. Schau dir das an. Der ist so dickflüssig. Habe ich nicht gesagt, keine Eile? Doch, reicht so. Wenigstens geht's dir gut. Okay, so. Wie lange noch, Susi? Ich kann nicht zusehen, wie du... Oh. Oh, ich bin mit dem Rühren fertig. Aber für den nächsten Schritt brauchen wir eine Pfanne. Und jemanden mit feurigem Atem. Fühl dich ein bisschen ab. Es ist noch nicht so weit. Im Ernst? Wir brauchen auch Gelatine. Und natürlich die Lebensmittelfarbe, damit unsere Bausteine leuchten. Nicht vergessen, alles gut zu vermischen. Hey Sammy, wo bist du denn? Es ist Zeit für deinen Feueratem. Ich habe eine bessere Idee, Susi. Und eine viel sicherere. Mach das zu Hause nicht nach, Freunde. Wow, was für eine schöne Farbe. Die gefällt mir richtig gut. Ja, mir auch. Jetzt, wo die Ziegelmischung fertig ist, machen wir weiter mit... unseren Lego-Formen. Lass sie uns füllen. Moment. Zuerst müssen wir die Mischung an meiner Spezialform ausprobieren. Oh, die Idee gefällt mir. Los geht's. Wir brauchen noch mehr Farben, oder? Oh, ich bin so bereit. Seid ihr bereit, Leute? Dann mal los. Vergesst nicht, das Gelee gut abzukühlen und fest werden zu lassen. Hier kommt Elsas Zauber zum Einsatz. Mal sehen. Toll, das Gelee ist fertig. Wow, ist das klebrig und wabbelig. Nicht? Oh, das muss ich erst mal sehen. Juhu! Hi! Wow, das sind aber leckere Gummibonbons. Yeah! Richtiger Bimbam, bin ich im Weltall? Juhu! Runter mit dir, Sammy. Dein Weltraumausflug war sicher toll, aber ich habe schon alle Förmchen gefällt. Ich finde, wir sollten sie noch etwas abkühlen lassen, nur um sicher zu gehen. Anschauen. Okay, mal sehen. Wow, dieser große Ziegelstein fühlt sich so lustig an. Wir behalten erstmal alles hier. Oh, ich will unbedingt noch ein bisschen mit den Gummibonbons spielen. Schau mal, ich habe diesen kleinen Kerl gefunden. Njam, njam, njam. Oh, es ist so weich. Und ganz schön dehnbar. Wenn du mit den Bausteinen gespielt und nichts Sinnvolles gemacht hast, habe ich das hier gemacht. Hey, Leute, wo wollt ihr denn hin? Nehmt mich mit! Sammy, hör auf! Du kleiner Schleim!
Isst du da unten unsere Gelee-Kreationen? Komm her. Tut mir leid, Tüte. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Wenn ihr mehr Videos über Gelee auf unserem Kanal sehen wollt, vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu geben und uns zu abonnieren. Bis bald.